Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wilding Wine Nuzlocke Challenge, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch in dem Palast, wo wir uns in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und ich würde sagen, ich habe hier ein paar YouTube-Kommentare. Okay, folgendes. Ich habe euch in der letzten Folge versprochen, dass wir quasi wegen einem Money reden. Und das habe ich nämlich so gedacht, dass wir normalerweise Money in Pokémon Games ist ja eine Ressource, von die man quasi handeln muss. Es sei denn, man cheatet sich so wie ich dann wahrscheinlich, was ich jetzt wieder nicht gemacht habe. Aber wie gesagt, das mache ich nach der Aufnahmesession. Oder man cheatet sich halt 900 Carbos, verkauft die 900 Carbos und hat halt eine Milliarde Pokédolle. So, folgendes. Ich habe mir jetzt gedacht, und da möchte ich jetzt eure Meinung dazu wissen. Entweder ich mache mir folgendes, dass ich quasi Money als Ressource rausnehme und mir quasi dann mit unter anderem 999 Top-Genesum, 999 Carbos cheate, die ich einfach verkaufe und halt einen Infinite Money Glitch habe. Das ist jetzt quasi Nummer 1. Hallo? Oh nö, nicht mehr Game. Nein, ich habe noch nicht gespeichert währenddessen. Okay, meine liebe Freunde, ich muss kurz mein Game fixen. Also, bis gleich. 10 Minuten später und nicht nur ein Replay hat es gebraucht, sondern auch ein zweites Replay, weil ich eigentlich Kai nochmal gefangen habe, dann irgendwie verkackt habe, Kai zu benennen, dann Kai umbenennen wollte und wie ich zum Name Raider gehe und quasi Kai umbenennen wollte in Kai, stürzt mir dieses Kack-Game einfach nochmal ab. So ganz ohne irgendwas. Aber I mean, von mir aus spiele ich halt das Ganze zweimal. Ist ja nicht so, dass ich in eineinhalb Stunden schon wieder die nächste Folge oben hätte sein wollen. Nö, jetzt muss ich erstmal 10 Minuten. Okay, gut, meine lieben Freunde, vielleicht werde ich noch Emulator wechseln, weil das kann es nicht geben. Alter, dass mir das Teil jetzt in 4 Folgen 3-mal abstürzt und ich 4-mal Sachen selber. You have to be shitting me. Okay, Gott sei Dank, Alter. Kurz hatte ich Angst, weil der Controller disconnected ist, ob das Teil jetzt wieder fucking Ding ist. Aber anscheinend doch nicht. Okay, gut. Meine lieben Freunde. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, bei Rockruff. Ich habe jetzt actually aufgrund, dass ich das Ganze jetzt zweimal replayen habe müssen, dass ich wieder auf diesem Punkt bin, habe ich jetzt actually wirklich vergessen, um was es ging in meiner Ding. Ich weiß einfach nur, dass wir jetzt erst bei Minute 4 oder 5 sind und ich auf jeden Fall bei 17 Minuten Rohaufnahme bin. Yay! Ja gut, was ich euch nur sagen kann vom Replayen ist, dass wir richtig Glück hatten mit Gramokles. Also es hätte da noch ziemlich viele andere Sachen wie Ambipom, also Griffel gegeben oder auch Visor gegeben oder es hätte aber auch ein Supporter, Indeedee ist glaube ich die Weiterentwicklung von dem Pokémon, was es da drin gegeben hätte. Es hätte auf jeden Fall um einiges schlechter ausfallen können, als wir mit Gramokles bekommen haben. Also, es ist nicht alles bad heute, aber ja, folgendes. Es sind auch alle Pokémon jetzt auf Level 22, weil ich nicht gewusst habe, wer auf Level jetzt, wem ich jetzt was gelevelt habe oder so in die Richtung. EVs werde ich dann sowieso noch spezieller verteilen. Nichtsdestotrotz, nur, wie gesagt, dass wir transparent auf einem Level sind. So, das heißt, ich habe jetzt quasi alles durchgesweept. Mir ist auch währenddessen ein Pokémon, also bin ich ganz ehrlich mit euch, mir ist auch währenddessen ein Pokémon einfach gestorben, weil bei diesem Rockruff-Doppelkampf, weil es mir einfach nicht interessiert hat, weil ich genau gewusst habe, okay, ich habe den beim ersten Mal durch und wenn ich den beim ersten Mal durch habe, brauche ich jetzt nicht wegen einem Reset da jetzt irgendwie safe spielen oder so in die Richtung. Das wird mir nur wertvolle Aufnahmezeit wegnehmen und das brauche ich wirklich nicht, Leute. Also, ich hoffe, das versteht ihr. So. Also, irgendwie Citra Canari ist hier gerade ganz komisch. Entweder Citra oder mein Controller ist gerade ganz komisch, aber irgendwie bricht
Okay, ich glaube, der Controller wird jetzt wirklich komplett kaputt. Man merkt, dass es bei mir vielleicht ein Aufnahmesetup ist, das einem kleinen YouTuber gerecht wird und jetzt nicht irgendwie eine Papaplatte oder so in die Richtung. Es ist aber okay, ihr seid ja hier, weil ihr mich hoffentlich genießt. Hoffentlich. Und nicht, weil ihr wegen dem allerbesten Setup hier seid. Hoffentlich zumindest, weil dann seid ihr hier auf dem Kanal leider falsch. Es kommt noch, Leute. Ich glaube, wir waren beim Money-Cheaten oder so in die Richtung, bevor das Game abgestürzt ist. Genau, jetzt, wo ich gerade über besseres Setup rede. Ich glaube, wir waren beim Money-Cheaten. Kann das sein? Hier könnte ich übrigens noch angeln. Das Zeug. Ich glaube, wir waren beim Money-Cheaten, wenn mir nicht alles täuscht. Okay, ja. Ich weiß schon wieder. Nämlich wollte ich euch eigentlich sagen, dass ich jetzt zwei Optionen basically habe. Nämlich, die erste Option ist, ich cheate mir quasi die Carbos, verkaufe sie und habe dann Infinite Money. Nur das Problem, was es halt dann ist, da wir jetzt schon sehr viele insane TMs kaufen können, muss ich mir quasi ein Limit auf diesen TMs überlegen, okay? Das ist jetzt quasi das erste Ding, was ich machen könnte. Das heißt, entweder Money cheaten und basically, so, stirbst du jetzt bitte nicht wieder ab. Dankeschön. Also entweder Money cheaten und mir quasi custom Beschwerungen bei TMs holen, weil ich kann mir jetzt nicht jetzt schon Sonnentag-Teams und Tag-Teams und wisst ihr, was ich meine, zurückholen. So, ich glaube, das muss ich jetzt in die Ecke drängen, gell? Also ich muss ihr, glaube ich, sagen, dass sie hier warten soll. Ich glaube, genau so war das. Okay, probieren wir es mal so in die Richtung. Wait, ich muss kurz denken, nämlich. Okay. Das bedeutet, wait, ich stell dich mal kurz hier hin. Okay, wir müssen das Teil irgendwie da reinbringen. Okay, das bedeutet für mich, ich muss sie hier... Das bedeutet, ich muss mit ihr hier hin und muss aber mit diesem Rockruff... Also jetzt rennt mir dieses Rockruff... Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt rennt mir dieses Rockruff. Oh Gott, Hilfe, das ist genau dasselbe Blödsinn wie Porenta. Warum? Mann. Ich muss das Teil auf jeden Fall mal darauf kriegen. Nein, du sollst darauf. Rauf. Bitch, Alter. So. Warten wir mal hier. Dann treibe ich dieses Teil einmal darauf. Soll's doch. Bei diesem Rätsel läuft es in die Sackgasse. Vielleicht wäre es zu diesem Zweck, wenn ich mich nah an den Eingang stelle. Was denkst du? Hä? Ja, aber es bringt dir nichts, dich nah an den Eingang zu stellen. Wenn dieses fucking Rockruff dann... Okay, ja, genau. Ja, Alter, gib mir keine Tipps, Alter. Behandle mich nicht wie ein Zweijähriges, bitte. Ich bin jetzt eh schon ein bisschen pissed. Okay, sie kann hier warten, weil wenn ich dann dieses Rockruff da reinbringe, dann sollte es eigentlich nirgendwo... Ja, genau, sehr gut. Oh Gott, das war ja nicht so schwer, oder? Dankeschön, sehr gut, Lady V. Dieses blöde Koiwaff, Alter. Not gonna lie. Ich bin... So, ich muss jetzt ein bisschen schauen, was mit der Aufnahmezeit ist. Aber ich glaube, ich muss 15 Minuten zurückrechnen, wenn mich nicht alles täuscht. So, Feuerwerk. Genau, Feuerwerk. Genau, Feuerwerk ist das Nächste. Hier könnte ich eigentlich sogar noch fischen, glaube ich. Wenn ich die Angel kriegen würde. Das ist halt nur die Frage, wann ich die Angel kriege, beziehungsweise... wann und weshalb und
Die ist lang und so in die Richtung. So, Zerschneider habe ich jetzt übrigens auch schon gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf der Folge... Ich bin halt jetzt verwirrt, Leute. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt auf der Folge gemacht habe oder ob ich das jetzt offscreen schon gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt Zerschneider. Ich hoffe nur, Zerschneider ist ein gebuffter Move hier drin. So. Ich hoffe nur, Zerschneider ist ein gebuffter Move hier drin. Ich würde es hoffen. Weil sonst habe ich keine Verwendung für Zerschneider und brauche wieder einen TM-Sklaven und das wäre jetzt nicht gut. So, kann ich da jetzt irgendwie raus? Ja, genau. Sehr gut. Gut. Lady V. Und wir schauen uns ein Feuerwerk an. Also jetzt sind sie halt richtig all in gegangen, was Ding angeht. Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde, Bambo. Wisst ihr, was das Problem ist bei diesem Dialog? Ich kann mich daran nämlich noch genau erinnern. Wenn ich jetzt ein Junge spielen würde, wäre das Shipping Potential. Ich meine, es ist jetzt hier auch Shipping Potential, wenn ich ehrlich bin. Also, I don't have anything gegen Lesbian Couples, falls das jetzt so rübergekommen ist. Aber also die Musik war schon Ding. Weil ich es zur Dame mit dir gesehen habe, Wambo. Oh, es ist halt cute as fuck, Alter. So. Genießen wir die Cutscene, meine lieben Freunde. Genießen wir das Feuerwerk. Das gute 3D-Feuerwerk. Wenn nicht Sindhu das schon wieder abstürzen meint. Abstürzen zu meint oder so in die Richtung. Das ist aber wirklich ein schönes Feuerwerk. So, jetzt ist halt die Frage. Wann ist das Blödsinn mit Lucario? Noch nicht jetzt, oder? Das war unglaublich schön. Ich werde diese wunderbare Erinnerung für immer in mein Herzen tragen. Ach, cute, Alter. Reicht euch das als Belohnung? Die Pokeflöcke, ja, true shit. Hol sie bitte. Wollte ich gerade sagen, das ist der einzige Schatz von Jeto Triste. Ich lese das jetzt nicht, ich kann kein Französisch, Leute. Also wenn ich das jetzt vorlese, mache ich mich nur lächerlich. Gib sie ihnen, gib es mir. Ihr habt die Pokémon-Flöte. Hier, bitte, nimm es. So, Pokéflöte in der Basistasche, let's. Ich gebe das Geborgte wieder zurück, sehr schön. Gut, das heißt, wir können jetzt quasi Relaxo hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Come on, gib mir irgendwas. Yes! Wir kriegen das Insaneste. Wir kriegen die Insaneste TM ever. Oh Gott, er hat gerade... Er weiß gerade nicht, was er mir angetan hat. Aber Schutzschild ist so... ihr könnt doch nicht Jerome auf... Leute, also irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, die geben mir schon viele Dinge, die ich einsetzen kann. So, zu Schneider, erlernbar. Es ist ein 50er physischer Pflanzenmove, ist okay. Vielleicht wäre ja... Okay, gut, das heißt, er ist verändert worden, er ist kein Normal Typing mehr, sondern er ist ein physischer Typing mehr, let's go. So, und jetzt kann ich zurück auf Route 7 und dieses Relaxo aufwecken. Das Problem ist bei Relaxo jetzt, das Teil ist halt schon sehr strong. Und wenn das Teil sehr strong ist, aber... muss ich halt aufpassen, dass ich es fange und mir nicht irgendein Pokémon weghaut. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Was ich aber eigentlich auch noch sagen wollte ist... Ich habe hier voll gehealte Pokémon, gell? Ja. Was ich aber eigentlich auch noch sagen wollte, ist... I mean, ich hätte halt den perfekten Namen für Relaxo, aber Geysi war in der letzten... War in der Storm Silver schon unser Relaxo. Aber es wäre schon lustig, wenn das quasi die Rückkehr des Geysis ist. So, das Einzige, was wir noch machen können, ist... hier noch reinschauen, weil wir waren auf der anderen Hälfte, aber hier waren wir actually noch gar nicht drinnen und hier würde ich gern noch ein bisschen reinschauen. Wegen TMs. Also bevor wir jetzt zu Relaxo gehen, würde ich hier actually noch weiter schauen, bitte. Gut, dass ich mit der Devil drinnen bin, weil jetzt kann ich mit einem Watermove gegenhauen. Aber der ist halt, das ist die Entwicklung von Talonflame, gell? Ich weiß gar nicht, was Talonflame auf Deutsch ist. Ich kenne es einfach nur auf Englisch. Glut. Ja, mein Boy, das bringt jetzt ein weniger was. Immer für einen Ruckzuck-Hieb.
was auch von Ruck-to-Keep gehen sollte, was nicht der Fall ist, was vielleicht der Fall sein hätte können, keine Ahnung. Egal. Wir sind auf jeden Fall gut gelevelt mit Level 22. Was mir auch noch aufgefallen ist, aber das zeige ich euch jetzt gleich, ein Gegengift. Mir ist nämlich was aufgefallen, wie ich mich quasi hier wieder zurückgespielt habe. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Ding. Okay, Ex-Tempo ist unnötig, weil es sind eh gebannt, die Ex-Items. Sind einfach zu insane, meiner Meinung nach. So, wir bleiben ein bisschen mit Quadratur drinnen. Ja, hier ist übrigens noch Rätsel angegeben. Nur so nebenbei. Das heißt, ich bin mit unseren Kramokles schon wirklich, 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 wirklich froh. Bei Kramokles ist halt so viel besser als Rettern. Und so viel besser als Ding. Illumise. Du kannst Thundershock und den ganzen Blödsinn. Das heißt, da... Ich meine, ich könnte jetzt für einen Eisheap gehen und mal schauen, wie viel Damage das macht. Okay, das Teil ist auf jeden Fall schneller als ich. Interessant. Freeze? Okay, nö. Kein Freeze. Das bedeutet für mich, ich gehe auf Shroom maybe? Assassino? Ich könnte vielleicht auf Assassino gehen. Und für eine Glut gehen. Dann glaube ich, passt das. Genau, deswegen meine ich. Weil die Käfer-Dings sind jetzt nicht so geil. Natürlich Mann, Alter. Illumise und den ganzen Bullshit ist aber auch nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Weil der ist jetzt auch auf minus 2. Egal, ich gehe für eine Drachenwut. Fuck it. Das ist der Healing-Move, gell? Oh Gott, Leute, das wird jetzt ekelhaft. Aber man merkt, dass das ein ROM-Hack ist, weil... Oh, du bist Feen, Mann. Oh Gott. Warum ist Illumise, seit wann ist Illumise Feen-Pokémon? Assassino, könntest du bitte burnen, please? Oder critten? Burn oder crit, eins von den zwei. Please, burn oder crit. Burn oder crit. So, nach dem Ruck-to-Keep muss ich raus. Wobei, muss ich actually gar nicht. Oh, das war ein Volltreffer. Let's go. So, sehr gut. Und jetzt kommt Enikoro. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Weil Enikoro hat die Ability, dass quasi alles Normal-Type-Attacks werden. Das heißt, die kriegt quasi Stab auf überall drauf. Und das kann böse sein. Weil der ist jetzt nicht mehr... Der ist jetzt nämlich nur mal ein Neutral-Ding, aber ihr seht, wie viel Damage der macht. Das ist Wishing-Ding. Das ist wieder so ein blöder Heal-Move, oder? Der zweite war ein Crit. So, wisst ihr nämlich, was nämlich das Lustige ist jetzt an Temposchub und Schutzschild? Ich gehe für Schutzschild. Das Teil kann mich nicht hitten. Jetzt kommt zwar ein Heal, aber jetzt bin ich 100% schneller als dieses Enikoro. Und das ist halt sehr gut. Weil jetzt bin ich 100%... Oh Gott. Also Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt da kommentieren soll. Aber die Pokémon sind halt da, um abzufucken. Also Illumise gerade. Gerade Illumise und den ganzen Blödsinn. Also Illumise ist für mich einfach nur. Keine Ahnung. Ich mag das Pokémon nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mag es einfach nicht. Ich weiß, es ist ein Bug-Typing, aber Bug-Feen-Typing? Ist das... Oh, shit. Ich hoffe, der hat jetzt kein Volbeat. Nee, Klibunkel. Klibunkel. Klibunkel ist auch ein cooles Pokémon. Toxicroak kann richtig böse sein, nämlich. Okay.
Giftschaffel. Hier wäre zum Beispiel ein Psychomon. So, und lass mich raten, ich bin instant vergiftet. Okay, bin ich nicht. Okay. Wundert mich, weil ist ja klar, dass da kein einziges Mal geburnt wird, die Illumise, aber ich beim ersten Mal gegiftet werde. Würde mich nicht wundern, bin ich ganz ehrlich. So. Blutzuck. Ja, ich glaube, ich kann noch drinnen bleiben. Ich bin noch kein Unlichtmon. Und die Aquawelle sollte eigentlich viel Damage machen. Ja, sehr gut. Das ist Verwirrung, gell? Come on, der Devil kommt jetzt durch. Please. Schwierig. Noch mehr schwierig. Okay, never mind. Da halte ich noch einen Crit und noch einen Selbsthit aus. Also, ich will es jetzt nicht gecallt haben. Das ist schon, ich glaube, das ist schon der gebuffte Blutsauger. Kann das sein? Maybe, vielleicht? Kann das sein, dass das schon der gebuffte Blutsauger ist mit dem 80er Move? Sehr gut. So, wir gehen jetzt wieder auf Schutzschild. Gehen jetzt wieder für ein Ding. Kriegen jetzt wieder einen Temposhield. Temposhieb. Sind jetzt Temposchub, sind jetzt 100% schneller und killen mit einem Fire Punch. Please, danke. Dankeschön, sehr nett. Boah, Alter. Ist alles schwierig. Es hätte zum Beispiel jetzt kein Crit werden dürfen, weil sonst wäre, glaube ich, Quajutsu einfach dead. Ich habe schon gerade ziemlich insane viel Glück. Bin ich ehrlich. Gott sei Dank hat Bibus solche Papier-Dev-Werte, Alter. Was ist eigentlich die nächste Arena? Stein, Käfer, na Käfer habe ich schon. Warum sollte ich Kanon lernen? Das ist ein 60er Normal-Type-Move, aber nee. Ich habe eh ne gute Trainer-Ding. Okay, folgendes, bevor wir jetzt weitergehen, mache ich folgendes, nämlich ist Quajutsu gar nicht mehr zum Gebrauchen gerade. Das heißt, ich tausche mal kurz mit Painy. Und geh dann noch kurz healen. Please. Ja, ich hatte... Also mit Gramokles. Ich weiß, ich rede jetzt schon seit 2 Folgen davon, Leute. Aber ich hatte mit Gramokles echt, 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 echt fucking viel Glück. Echt fucking viel Glück. So. Darf ich jetzt aber bitte hier raus, ohne dass ich die ganze Zeit gehittet werde von Ding... Ja, Rettern mit Bedroher wäre vielleicht auch noch vollkommen okay gewesen, weil Rettern mit Bedroher ist einfach Bedroher, Bedroher ist einfach insane. Giftschock ist natürlich auch insane für ein potenzielles Gift-Pokémon. Gift-Pokémon werden hier nämlich um einiges wichtiger als in anderen Nuzlocks, da Gift-Pokémon ja super effektiv Feen-Pokémon hitten. Und es gibt in diesem ROM-Hack sicher einiges an Feen-Pokémon. So, jetzt gehe ich noch mal kurz mit euch heilen und dann können wir Relaxo aufwerten. Das war, was wir jetzt aber jetzt nochmal davor machen. Jetzt hat wieder mein Controller. Alter, ich brauche einen neuen Controller oder einen guten Controller. Mann, come on, please. Jetzt irgendwie, die Aufnahmesession ist heute ein bisschen cursed, wenn ich ehrlich bin. So. Die Aufnahmesession ist heute ein bisschen cursed, wie ich merke. Zweimal Game-Absturz, einmal jetzt hier der Controller. Also, apropos Game-Absturz. Ich save mal eine Runde, Alter. Ich save mal eine Runde. So, wir schauen uns aber kurz mal Kai an. Schauen wir uns kurz mal Kai an. So, Gramokles. Oh, Alter, wir haben Adamant. Wir haben ein insanes Wesen. Yes. Und wir haben No Guard. Oh Gott, das schreit nach Guillotine Sweep. Aber wir haben Adamant Nature. Wir haben Adamant Nature auf Gramokles. Wie geil ist denn das? Let's go. Wir haben fucking... Alter. Kai, also ich will ja nichts sagen, aber... Das ist halt... Ich muss ganz ehrlich sagen, also Kai, da kannst du stolz drauf sein. Das Teil ist richtig insane. Ghost
Steel-Typing mit Adamant Nature Gramokles. Nehme ich. Also gibt auf jeden Fall Schlechteres. So, folgendes. Wir haben Epeine mit vorne drinnen, weil wir dürfen jetzt wahrscheinlich dieses Relaxo fangen. Wir haben einen Hyperball. Wir haben auf jeden Fall den Static Encounter. Also Gramokles ist auf... Also Gramokles, sage ich. Relaxo ist auf jeden Fall ein Static Encounter. Was bedeutet, dass wir maybe vielleicht einen guten MVP wieder zurückkriegen? Welches Level hat das? Ich gehe jetzt auf jeden Fall mit auf den Gainer. Okay, Level 15. Ich gehe aber auf jeden Fall auf einen Gainer. Okay. Folgendes. Wir gehen auf einen Igler. Und gehen auf Zugabe. Weil wenn wir jetzt auf Zugabe gehen, kann der mich nicht attacken. Und er kann quasi nur mehr auf einen Igler gehen. Kommt dann quasi auf plus 6 Def. Ist mir aber relativ egal. Weil er sleept jetzt einmal. Und wenn er sleept, kann ich Bälle werfen bis zum Umfallen. Ich sollte genug mit haben. Relaxo hat zwar eine ganz schlechte Catch-Rate, aber schlafend. Okay, Leute, ich speede. Und wir sehen uns gleich hoffentlich mit einem gefangenen Relaxo wieder, okay? Bis gleich. Relaxo kriegt jetzt gleich einen Spitznamen, bis gleich. Aber das war auf jeden Fall close. Das war jetzt auf jeden Fall eine close one, aber bis gleich. Alter, gehe ich genau aus. Alex the Paint, beziehungsweise lieber Alex. Ich hoffe, mein lieber Alex, du freust dich über Relaxo, weil das war jetzt richtig gut. Also, ich weiß nicht, ob ich Relaxo nicht vielleicht noch verbieten werde, weil Relaxo so early on ist schon insane, Alter. Ich meine, das Teil ist ein spezieller Death Tank. Absolut insane mit Slack-Off und allem. Aber wir kriegen einen Counter gerade, das ist nicht normal. Wirklich, das ist actually not normal. So, jetzt würde ich aber sagen, jetzt gehe ich nochmal kurz heilen, weil... Und ich will mir aber meinen Relaxo anschauen. Also ich gehe jetzt nicht primär heilen in der Folge, sondern ich will mir ehrlicherweise gesagt eher noch unseren Alex anschauen. Ich weiß, Leute, es haben viele Leute noch geschrieben, unter anderem, wen habe ich hier alles? Wir haben hier noch Benjen, der lang kein Pokémon war, wir haben hier White Umbreon, der noch nie ein Pokémon war, Cute Pikachu, Delvet, das sind alles noch Leute, die ich erst benennen muss. Nur gerade bei White Umbreon versuche ich halt, dann haben wir noch Eli. True shit, Eli ist auch ewig kein Pokémon gewesen, war, glaube ich, schon mal ein Porygon, wenn mich da alles erinnert. Ich hab euch hier alle, ich vergesse euch nicht, keine Sorge, wir haben Vagrun, der lange kein Pokémon mehr war, Pepsi-Man, wobei Pepsi-Man war in der Stormsilver absolut insane, wenn mich nicht alles täuscht, soweit ich mich erinnern kann. Oh, warum, nein, er hat keine Leftovers, warum nicht? Warum keine Leftovers? Beziehungsweise, was für ein Ding hat er? Was für ein Wesen hat er? Ein ruhiges Wesen ist... Plus Spezetech minus Initiative. Ist okay. Ist basically ein neutrales Wesen, weil Relaxo ist sowieso schon... ist sowieso schon langsamer als alles. Und er hat Speckschicht. No. No way. You shitting me. Das Teil ist ja jetzt schon Sweeper. Imagine das Teil gegen eine Ice-Type-Arena. Oh Gott, ich habe so viel Glück. Ich habe so viel unverschämtes Glück in dieser Nuzlocke jetzt schon. Okay, genau, was ich jetzt sagen wollte. Also wie gesagt, Leute, ich sehe eure Kommentare alle und ich weiß, dass alle Kommentare noch einen richtig insane Encounter kriegen, okay? Believe me, ich sehe eure Kommentare. Ich weiß, dass ihr alle noch Encounter kriegt und dass ihr alle noch Encounter wollt und das wird alles noch stattfinden, okay? Ihr müsst im Game halt nur ein bisschen paar Pokémon kriegen. Oh Gott. Krovatomatus meinte, er würde gerne, gehen wir zusammen hin, okay. Actually, müssen die mir jetzt wirklich die Pokémon-Pension vorstellen? Wirklich. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ihr gemeint habt mit, es gibt so viel Story zwischen der ersten und der zweiten Gym, Alter. Ein andermal. So, will mich... der eigentlich auch einmal fighten oder gar nicht.
Oh, imagine, du hast einfach, du kriegst einfach Relaxo. So, der fangt jetzt auch Pokémon. So, hier haben wir den nächsten Encounter. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich darf mich nicht beschweren, nachdem ich jetzt gerade Relaxo und Grammokles gefangen habe. Aber das ist Pflanzfee, oder? Das heißt, das ist actually genau dasselbe Typing, das wir eh schon haben. Weil ich das Teil überhaupt fangen kann, das merke ich gerade. Okay, I guess not. Mundstraum. Ich meine, Flabibi ist doch genau dasselbe dieselbe Typenkombi wie unsere Trixie, glaube ich, oder? Bleib drin. Sehr gut. Sehr gut, meine lieben Freunde. Ich würde aber sagen, jetzt hole ich mir einen Encounter, der zu Flabibi passt. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich einen Boy oder einen Girl nehmen, das... Wer war ein MVP in der letzten Folge? Das, weil Flabibi habe ich jetzt nicht vor, instant in mein Team mitzunehmen. Ist ein Feen-Pokémon, not gonna lie. Aber ich glaube Paddy, die Rückkehr des Paddys. Paddy war eh im Storm Silver Endgame Team dabei, deswegen ich würde sagen, Paddy kriegt Flabibi. Außerdem finde ich es lustig, wenn ein Bodybuilder ein Feen-Pokémon kriegt, was aussieht wie eine Pflanze. Aber ist ja wurscht, egal. Finde ich irgendwie lustig. Schauen wir noch, was es sonst gibt und dann würde ich sagen, war es das wieder mit der Folge. Lasst mich kurz was probieren, okay? Lasst mich kurz was probieren, bitte. Bevor ich fliehe, lasst mich kurz was probieren. Na, come on. Mein Controller will schon wieder mal nicht. Okay. Es hat keinen Sturmsog. Okay, gut. Weil mit Sturmsog wäre ich jetzt richtig. Also Sturmsog wäre jetzt. Wäre ich jetzt richtig traurig gewesen, aber ist okay. Sturmsog wäre ich jetzt richtig traurig gewesen, aber so ist es okay. So, meine lieben Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Würde ich sagen. Das heißt, wenn euch die Folge. Ich schau mal hier weiter, ob es hier doch weitergeht. Aber ich glaube, das schreit hier actually nach Trainerkämpfen und alles. Mit dieser guten Street View da hinter mir werde ich einmal speichern, weil ist wichtig. Mit dieser guten View würde ich sagen, verabschiede ich mich mal für die jetzige Folge. Meine lieben Freunde, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um euch die letzte Folge hochzuladen. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Ich hoffe auf jeden Fall. Wenn euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat, dann Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr ein Pokémon-Mitglied sein wollt. Genauso wie Paddy und genauso wie Alex. Abonnieren, wer noch nicht abonniert hat, macht einfach da unten den Button grau. Ihr müsst ja nicht jedes Video von mir schauen, das verlange ich euch gar nicht. Aber hilft dem Kanal auf jeden Fall weiter, ein bisschen weiter zu wachsen. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge der Wilting Wine Nuzlocke Challenge wieder mit eurem Wambo. Bye, bye.